Aber wie gesagt, ich muss noch erst einmal einen Schluck von meinem Tee nehmen. Der ist so lecker. Der ist so schmackhaft. Dieser Tee ist so schmackhaft und lecker. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, die Elfriede, die ist glücklich und zufrieden, weil sie das Wort Spinnenauge richtig buchstabiert hat. Und das finde ich so gaudi. Und ich, komm mal her. Ich muss die heute halt nochmal drücken. Komm her, du. Ein fesches Dirndl hast an. Ein fesches Dirndl. So, jetzt trinke ich erst einmal heute halt einen Schluck von dem guten Tee. Also auf euch, meine lieben Schüler. Prost, Herr Obermeier, hier. Ihr Haus der Tod in Scharen, in Heerscharen. Das ist ja, ja ein bisschen zu merkwürdig hier unten. Ja, ich würde halt gern ein leckeres Bier trinken, aber man ist ja im Dienst. Das ist Ihnen heute nicht gegönnt. Und das geht leider nicht. Na, wir leben heute in ganz anderen Zeiten. Oh, was war denn das? Eine Goldmünze. Das waren Experience Points, Erfahrungspunkte, habe ich hier gerade gesammelt. Einen Erfahrungspunkt. Ja, der Corando, das ist auch so ein richtiger Schlaumeier. Der weiß genau, gleich von Englische ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Meine Güte. Nochmal zu Sachen Multitasking, das ist sehr, oder? Sehr, sehr, sehr schön. Das ist richtiges Multitasking vom allerfeinsten. Und ja, was soll ich da heute sagen? Einfach spitze. Einfach spitze. Nun genug des Lobes. Ja, ich würde sagen, zwei Minuten noch, oder? In zwei Minuten ist die Pause. Jetzt haben wir aber die Hälfte der Stunde gar nicht viel gemacht, Herr Obermeier. Oh, wir werden gleich ordentlich zur Sache gehen. Das war jetzt eine kleine Einleitung. Also ich habe Angst, dass ich hier in Lerndefizit verfalle. Nein, das wird gar nicht geschehen, weil das wird gleich richtig rund gehen und zur Sache. Und da wollt's mal richtig was lernen, denn wer was lernt, der wird später groß werden. Ganz großer. Geh? Man sieht's an Ihnen, Herr Obermeier, aber wirklich. Ja, ich habe auch mal klein angefangen. Ja, und mein Lehrer damals, der hat auch erstmal ganz sachte und locker angefangen, damit wir so ein bisschen alle zusammen warm werden. Und dann aber richtig ins Eingemachte. Ja, und ihr seht's, was aus mir geworden ist. Ein studierter Mann, gell? Ein ganz großer Mann, ist aus ihm geworden. Das lob ich mir ohne Fleiß kein Preis. Hier in der Kuhle schon wieder so eine ohne Sprenggurke. Ohne das kein nein, das darf ich ja nicht. Gucken Sie sich das mal an, da ist so eine Sprenggurke im Fach hier. Eine Gurke, eine Gurke, eine quadratische Gurke. Na, aber die meisten Gurken, die ich kenne, sind doch ein bisschen länglich und in Glas eingelegt. Ist auch eigentlich der Normalzustand von diesen Gesellen. Ja, das würde ich auch sagen. Aber ab und zu, da tarnen die sich hier im Erdreich und springen einfach in die Luft, wenn man nicht nähert. Das ist eine sehr, sehr, sehr gewagte Sache. Denn es gibt eine Spreewaldgurke und die bayerische Gurke. Und die bayerische Gurke, die wird meistens in Hopfen getunkt. In Hopfen? Ja. Das ist mir aber neu. Damit der Extrakt richtig zusammengesetzt wird und damit die Gurkenkonsistenz sichtbar hellgrün wird. Und die Spreewaldgurke, ja, die wird in einen Schnaps getunkt. Oh, jetzt leider die Stunde zu Ende. Herr Obermeier, die Geschichte können Sie leider in der Pause verdauen. So, verdammt. Meine Lieben, die Stunde ist vorbei. Das ebne ich doch mal noch glatt hier. Ich würde es heute mal sagen, nutzt die Pause, frischt euer Gedächtnis ein bisschen auf, lasst ein bisschen Sauerstoff auf euch wirken, denn gleich geht es auch richtig rund, gleich befassen wir uns mit Gedichten. Ah, das ist mir das Liebste, das Gedichtwerk, das ist doch wirklich fantastisch. Das kommt viel zu kurz im Unterricht bei Ihnen. Also meine Lieben, ich würde sagen, bis gleich und dann geht es auch richtig rund. Herr Obermeier, können Sie noch mal kurz kommen zu mir, bitte? Ja, was hast du denn, mein lieber Corando? Das eben im Unterricht mit der Elfriede und dem Spinnenauge. Ja. Sagen Sie nicht, dass Sie nachher noch eine bessere Note kriegt als ich in Deutsch. Das wäre ja fatal. Nein. Du weißt,
ich hab für dich immer den besten Platz parat. Dankeschön. Weil im Grunde, sie hat ja beim ersten Mal nicht geschafft. Und Spinnenauge ist ja ein verdammt leichtes Wort dazu noch, ne? Naja, aber wie gesagt, ich hab sie heute mal ein bisschen testen wollen und hab ihr heute eine zweite Chance gegeben. Und ich muss sagen, sie hat sich doch recht gut bewährt. Mäßig, und hat sich doch Mühe gegeben und hat das Wort einfach irgendwie mit Ach und Krach, mit Biegen und Brechen, mit Kühe melken oder wie auch immer zustande gebracht. Und das finde ich gar nicht mal so sie verkehrt. Sie sind mir ein wortgewandter Halodri, das mag ich mir doch wirklich auf die Stirn tätowieren. So toll finde ich sie. Na, sie sind ja auch schon ein fescher Bur. So, mein Lieber, wir machen jetzt erst einmal ein kleines Päusle. Ich wollte gerade sagen. Und dann geht's richtig weiter. Ich habe mir jetzt mein Pausensnack, wurde mir gerade von dem FKK-Anbieter dort geklaut. Das ist doch kein Thema. Ich hab da mal einen Riegel dabei. Das ist super. Mit Schokolade, Müsli und Semmelknödelstücken. Danke Ihnen. Eine neue bayerische Art, frisch nach gutem alten Backrezept, nach guter alter Hausmannskost und Backtradition. Das ist klasse. Ich muss mir ja auch ein bisschen Gehirnschmalz anessen, weißt du? Ein bisschen Kohle in den Feuerofen im Kopf reinhauen. Da bitte ich Sie, können Sie das für mich vielleicht mal aufmachen? Aber natürlich. Ich bin jetzt gerade so abgelenkt, so im Denkprozess hier eingebunden. Das ist doch ein Thema. Ich mach das ja richtig für dich auf. Und da kannst du richtig mal schmausen. Ein bisschen schmausen und richtig die Schmankerl mal richtig wirken lassen. So, hau rein, mein Lieber. Dankeschön. Na, gut. Der schmeckt. Mhm. Eine extra Anfertigung. Fantastisch, wirklich. Mit Semmelknödelfüllung. Oh, die schmeckt da richtig gut. Normalerweise tut man das noch in süßen Senf. Aber den habe ich ja leider vergessen. Das ist schade. Haben Sie noch ein bisschen Eisen vielleicht stattdessen? Ein bisschen Eisen habe ich auch da. Ich habe jetzt nur noch 14, die muss ich aber noch brennen. Oh, du bist mir schon ein ganz merkwürdiger Bub. Warum ist denn Eisen, sag ich mal? Ich muss aus Eisen Werkzeuge basteln, sonst komme ich nicht weiter. Du musst aus Eisen Werkzeuge basteln, ja. Du bist mir vielleicht, du bist mir ein richtiger Bub. Hier, jetzt kriegst du noch, da hab ich doch noch, das ist hart. Eisen hart, mein Lieber. Das ist ja super. Hier hast du richtig Eisen. Lass es dir richtig schmecken, mein Lieber. Mhm. Na, das ist mir auch gar nicht aber ganz schön so hart gewesen. Bewusst geworden. Ja, der Corando, ich muss sagen, das ist ein ganz besonderes Kerlchen. Ich hatte noch nie einen Schüler in meiner Klasse, der Eisen verputzt. Das müssen Sie sich mal reinziehen. Eisen, ja? Gibt es immer mal solche? Ich bin da kein Einzelfall. Also das ist schon. Und dass sie das auch so gut verdauen können, das ist Wahnsinn. Ist fantastisch, oder? Sie essen öfters Eisen, habe ich recht? Ja, recht oft. Vor allem, was dazu kommt, ich bin wohl auch ihr einziger Schüler, der im Unterricht, beziehungsweise jetzt in der Pause, Bäume fällt. Gucken Sie das mal an, ich holze hier einen Baum innerhalb von Sekunden komplett ab. Das ist der Wahnsinn. Das Wahnsinn, ist der oder? Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Selbst unsere Holzhackerburen sind nicht so schnell wie du. Das ist Wahnsinn. Ich bin ein ganz, ganz besonderes Talent, Herr Obermeier. Ja, das ist nur ganz wenigen gegeben. Ich habe das gemerkt. Ich habe das richtig gemerkt. Also in dir steckt mehr, als man erwartet. Das ist. Das sind wirklich goldige Worte, die Sie mir um das München schmieren. Das höre ich gerne. Höre ich wirklich gerne. Das ist fantastisch. Fantastisch, mein Lieber. Das ist fantastisch. Herr Obermeier, was ist mit der Elfriede? Die hockt so traurig in der Ecke. Hat die was falsch gemacht? Was ist los? Ich weiß auch nicht. Elfriede, sag ich mal. Was hast denn du? Du schaust traurig aus. Du hast es doch eben sehr schön gemacht. Ich bin doch sehr zufrieden mit dir. Hast du was auf dem Herzen? Ja, was denn? Sag was. S-P-I-N-N-E Nauke. Du hast wieder versucht,
das Wort Spinnenauge zu buchstabieren. Aber meine liebe Elfriede, du hast es jetzt wieder buchstabiert, wie du so das erste Mal das buchstabiert hast. Und das war ja nur zur Hälfte richtig. Deswegen möchte ich jetzt noch einmal, dass du mir das wieder richtig, so wie beim zweiten Mal buchstabierst. So wie du das beim zweiten Mal gemacht hast. Und jetzt, Elfriede, gib dir mal ein bisschen Mühe und buchstabier mir das Wort Spinnenauge. Warum denn nicht? Ja, Elfriede, ich sage mal, wenn du dich so anstellst und so ein Zicken machst, dann muss ich dir heute eine 4 aufschreiben. Und du weißt, was das bedeutet. Das willst du doch nicht, oder? Willst du das, dass ich da eine 4 aufschreibe? Aber was machst du denn hier für Zicken? Jetzt bleib mal ganz ruhig. Ja, bekenne erstmal Farbe, deine rote Farbe aus dem Gesicht raus, wisch dir die Tränen ab und buchstabier mir das Wort Spinnenauge, aber richtig und korrekt, weil ich weiß, dass du das schaffst, weil du hast es schon mal geschafft. Und was man einmal schafft, das kann man auch zweimal und öfter schaffen. Also Elfriede, jetzt reißt du mal zusammen und sag mir das Wort. Sag mir das Wort! Elfriede, so langsam gehst du mir auf den Sack. Ich schreibe dir jetzt eine 6 auf wegen destruktiven Benehmen hier. Das ist ein Schmarrn, ist es. So, Elfriede, du packst jetzt deine Sachen, ja, und verlässt den Unterricht und kommst morgen wieder mit frischem Menschenverstand. Ist das klar? So, Elfriede, komm, raus jetzt hier. Komm, Elfriede. So geht es nicht weiter mit dir. Du bist mir schon Teufelsmadel, du. Der ist aber harsch heute. Herr Obermeier, was geht mit dem ab? Hinaus mit dir. Herr Obermeier? Ja, Corando. Das war jetzt aber eine Stufe zu hart. Ja, sag mal, ich lass mich da nicht von der um der Nase herumführen. Sie wissen ich mach dir eine Zicke nach der anderen, ich glaub's ja nicht. Ich brauche eine Schaufel, Herr Obermeier. Ach, Elfriede hat doch häusliche Probleme, das ist doch... Häusliche Probleme, ein Schmarrn ist das. Das ist doch immer eine billige Ausrede. Die soll hier Leistung bringen. Ich erwarte das als Lehrer. Wir sind auf dem Albert Einstein Gymnasium und da erwarte ich das. Die Klasse 13b soll eine vorbildliche Klasse sein und kein Schmarrnhaufen, gell? So, meine Lieben, die Pause ist jetzt vorbei. Jetzt machen wir weiter mit wunderschönen Gedichten. Passt aber auf, ich hab euch da was richtig Schönes mitgebracht. Was ganz Feines. Was kommt denn jetzt, Herr Obermeier? Oh, da hab ich ja richtig schöne Sachen dabei. Haha, lasst euch mal überraschen, meine Lieben. Boah, das machen wir. Meine Lieben, jetzt passt einmal auf hier. Jetzt habe ich euch ein Buch mitgebracht. Corando, jetzt hör mal ein bisschen zu hier. Ich sag doch gar nichts. So, mein Lieber. Was ist mit Ihnen los? Jetzt pass mal ein bisschen auf hier. Wie von der Tarantel gestochen. Was haben wir? Erst Elfriede, jetzt ich. Das kann ich aber nicht zulassen. Jetzt pass mal auf hier. Leute, ihr müsst alle aufpassen. Sonst gibt's was hinter die Goschen. Ich hab euch was ganz Feines mitgebracht. Was denn, Herr Edelste Obermeier? Edelste Lyrik vom Feinsten. Und zwar... Das Buch heißt, pass auf, spitz die Ohren. Das heißt, ihr gelben Chrysanthemen, japanische Weisheiten. Japanische Weisheiten? Von Haiku, ja. Sehr gute Weisheiten werde ich euch jetzt auch vorlesen. Und merkt euch das für das ganze Leben lang. Wenn ihr euch das nicht merkt, werdet ihr alle scheitern und verblöden. Genau wie die Leute im Fernsehen bei DSDS oder irgendwelchen anderen Casting-Shows. Herr Obermeier? Ja, Corando, was wolltest du heute sagen? Sie haben gerade gesagt, das ist von Haiku? Von Haiku. Haiku ist aber ein Poesiemaß, also...
Ja, ja 577757, das müssen Sie doch eigentlich wissen. Ja, das ist ein Poesie-Maß, genau. Und Poesie ist gleich mit der Dichtkunst des Gitei verbunden. Des Gitei? Aber jetzt werde ich euch erstmal ein paar lyrische Sachen vorlesen. Aber bitte fangt ja nicht zu weinen an, weil das, was ich euch jetzt vortragen werde, das wird ein bisschen unter die Haut gehen. Ja, deswegen passt jetzt schön auf und seid folgsam und sperrt eure Lauscher auf. Das werden wir, versprochen. Habt's mal verstanden? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich kann euch nicht hören. Habt ihr das verstanden? Yeah, haben wir. Schmarrn ist das. Habt ihr das verstanden? Jetzt verdammt, lesen Sie schon. Ah, das ist gut, mein lieber Corando. Ich merke, in dir glüht das Feuer der Leidenschaft, der Provokation, der Gehässigkeit. Ein bisschen kleiner Funke Hass ist in deinen Augen zu sehen. Das macht mich richtig zum Ansporn. Und jetzt aufgepasst, mein Lieber. Ich baue hier mal ein bisschen Erde noch an, ja? Herr Obermeier, während Sie lesen? Bau Erde an und jetzt absolute Ruhe. So, jetzt bitte leise sein, auch ihr Zuschauer. Ganz, ganz leise sein.